Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Im heutigen Mathe-Video möchte ich euch Kürzen und Erweitern von Brüchen zeigen. Schauen wir uns zuerst deswegen mal einen Bruch 4 Achtel an. Was bedeutet das? Das heißt 4 von 8 Teilen. Das heißt, wenn ich das jetzt skizzieren möchte, das sind 8 gleiche Teile. 4 davon nehme ich, also 4 von 8 Teilen. Und man erkennt es jetzt hier recht gut, das ist genau die Hälfte. Das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden. Ich würde das hier auch sagen können, naja, das ist ja wohl die Hälfte. 1 von halb die obere und die untere Hälfte. Also auch das gleiche wie ein Halb. Das heißt, 4 Achtel und ein Halb müssen eben das gleiche sein. Es muss einen mathematischen Weg geben, das auch zu zeigen. Nun, wir sehen, sowohl die 4 als auch die 8 kann man durch 4 teilen. Dann würde hier stehen 4 mal 1. Und wenn ich die 8 durch die 4 teile, steht hier 4 mal 2. Und kürzen heißt es nichts anderes, als dass sich diese 4 und diese 4 aufheben. Somit steht da nur noch ein Halb. Das nennt man also kürzen. Und zwar mit 4 kürzen, also kürzen mit der 4. Und das Umgekehrte, das nennt man erweitern. Also wenn ich von 1/2 auf 4 Achtel gehen will, nennt man das erweitern. Das heißt, kürzen bedeutet, ich teile sowohl Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl. Erweitern heißt, ich multipliziere sowohl Zähler als auch Nenner mit der gleichen Zahl. Jetzt ist es so, das Kürzen, das solltet ihr eigentlich immer vornehmen, wenn ihr einen Bruch habt. Bevor ihr mit dem Bruch rumrechnet, versucht ihn zu kürzen. Wenn ihr ein Ergebnis als Bruch habt, versucht ihn zu kürzen. Brüche sollte man immer gekürzt angeben. Es gibt manche Fälle, da ist es aber hilfreich, zum Beispiel wenn ihr Brüche addieren wollt, dass man weiß, wie erweitern geht, weil man muss da Brüche hin und wieder mal erweitern. Aber nur zum Rechnen. Danach, am Ergebnis, kürzt man es auch wieder. Jetzt will ich euch noch zwei, drei weitere Beispiele zeigen. Das wäre zum Beispiel 9 Zwölftel. Ich will 9 Zwölftel kürzen. Dann kann ich sagen hier, naja, beides ist durch 3 teilbar. Also habe ich hier 3 mal 3 und ich habe 3 mal 4. Das heißt, ich kürze mit der 3 und steht hier noch ein Dreiviertel. So, ein anderes Beispiel wäre, ich möchte 2 Drittel, betrachte ich mir mal, 2 Drittel kann ich nicht mehr kürzen. Ich kann 2 nur durch 2 teilen oder 1 und ich kann die 3 durch 3 oder 1 teilen. Mit der 1 kürzen macht keinen Sinn, da bleibt der Bruch nämlich bestehen, bleibt der gleiche. Das heißt, ich könnte hier mal versuchen zu erweitern und zwar möchte ich einfach erweitern auf 36. Hier oben wissen wir noch nicht, was steht. Dann gucke ich mir an, 36 geteilt durch 3 ist 12. Das heißt, was ich mache, ist einfach mit 12 erweitern. Das heißt, 2 Drittel sind das gleiche wie 2 mal 12 durch 3 mal 12. Naja, also 24, 36. So habe ich dann 2 Drittel auf 36 Stück erweitert. Umgekehrt können wir von hier nach da drüben einfach kürzen. Man kann einen gekürzten Bruch manchmal auch weiter kürzen, also einfach den Bruch, den ihr wieder habt, einfach nochmal anschauen, zum Beispiel die 3 Viertel, kann ich den weiter kürzen, in dem Fall nicht, aber es könnte mal vorkommen. Immer überprüfen, ob man kürzen kann. Wenn man das jetzt ein bisschen allgemeiner angeben will und sagt, eine Zahl, das sei A mal eine andere Zahl B durch A mal C, also zum Beispiel könnte das A einfach wie in dem Beispiel die 4 sein und B und C wären in dem Fall die 1 und die 2, dann kann ich einfach diese Zahlen kürzen und kann es mit Symbolen sagen, AB durch AC sind einfach B durch C.